Warum steht K eigentlich für 1000? Dumm erklärt, mit Johnny. Das Wort 1000 beginnt in den meisten Sprachen eigentlich mit M oder T. Spanisch mil. Italienisch mille. Englisch 1000. Ich hab voll gespuckt. Deutsch auch mit T. 1000. Aber warum dann das K? Dazu müssen wir 230 Millionen Jahre zurückgehen bis zu den Dinosauriern. Spaß. Ich wollte nur mal wieder das Kostüm anziehen. Das K steht einfach für Kilo und Kilo für 1000. So wie ein Kilogramm 1000 Gramm sind. Oder ein Kilometer 1000 Meter. So, danke fürs Zuhören. Als Belohnung hier ein K Dinosaurier.